Interessant. Ich habe jetzt Duftbäume. Wie habe ich denn jetzt Duftbäume? Also bisher hat es ja relativ Sinn gemacht, sage ich mal. Aber wofür brauche ich die Duftbäume denn? Achso, kann ich den hier festmachen? Nee. Ja, aber noch nicht. Hier ist... Das wäre zwar... Aber so lange noch... Hm. Ich kann später noch auf den... Hey! Die Antenne brauche ich für oben. Ich glaube, ich werde nichts mehr machen so weit. Brauchst du einen Schirm, aber dafür muss ich ihm was zu essen geben. Das jetzt abfackeln? Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Ah. Brennerreifen. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Ja, interessant. Ich weiß zwar nicht, wofür ich einen brennenden Reifen brauche, aber... Okay. Ach ja, für die Delfine, wa? Nicht nötig. Er hat ja seine brennende Tonne. Ein bisschen dick aufgetragen vielleicht. Aber deutlich mehr Penner-Style als das hier. Oh. Kann ich das Toni geben? Okay. Jetzt bloß keine schnellen Bewegungen. Leg das einfach beiseite und niemand wird verletzt. Deine Witze waren auch schon besser. Ich weiß schon, was ich tue. Ach, wirklich? Ja. Und warum tust du es dann trotzdem? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein, 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 nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Hä, was? Kommt der denn dahin? Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Okay. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören Sie mal, ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche Hallöchen, nette Pro-Gamer. Junge Dame denn? Grüß dich, wie geht's dir? Ich dachte jetzt irgendwie... Ach nee, Moment. Ah, rausgetappt. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufheitern wird. Was soll ich denn mit den Duftbäumen machen? Den kann ich gar nicht reden.
kann den Gulli da hoch machen, dann rutscht er auf der Banane aus. Hier muss irgendwas hin. Oh, ich übersehe irgendwas. Ich weiß nicht so recht, was ich mit diesen Bäumen anstellen soll. Auch den Regenschirm. Ich glaube, ich habe hier alles. Und mir fällt jetzt nichts mehr, was ich machen kann. Schwarzmarkt. Da waren wir noch nicht. Vielleicht ist da irgendwas Neues. Oh. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Erstmal alles mitnehmen, was geht. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Wow. Köderfisch, okay. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Der arme Seagull. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Oh, Lino hat erstmal den Jackpot geknackt. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel.
Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel, Philipp. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Na du? Okay. Na los. Erst... Och, vergiss. Jede Art. Natürlich. Mist. Ich verschwinde. Spekulierst du etwa, dring mich nicht zu. War das ein. Nein. Haha. Ich habe noch. Das werden wir, bevor ich. Na gut, das heißt, wir müssen wohl warten. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt unten eine Aktion mache, dann sagt er ja, dass er gewonnen hat. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Warten wir mal. Kriegen bestimmt einen Stiefel. Den können wir dann den Kuhn oder Gronk geben und dann. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Geht's weiter. Niemals. Ja, Manu, was gibt's? Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du, dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Pizza für alle, Das klingt gut. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Ein knabauter Mann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Oh, sexy. Pyjama. Klingt gut. Rufus, bitte. Okay, okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Was? Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. So, ich muss mal kurz was machen. Kleinen Moment. Muss mal jemanden zugucken. Bei. So Lurk und so. So, weiter geht's. Yamshu. Da ist ein Napf. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Ja. Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Komm, Kitty. Komm, ja. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Ja, sehr. Stimmt's, Nino? Katzen haben schlechtes Gehör. Komm, Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Sie beachtet mich gar nicht, dummes Vieh. Okay, hätte ich jetzt irgendwie anders gedacht. Das ist ein Duftbäumchen. Komm, Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Sie beachtet mich gar nicht, dummes Vieh. Okay, ich glaube, dann kommen wir... Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Was? Erzählt das. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück und geben dem Penner mal den Stiefel. So,
Da Stiefel. Du hast ja Hunger. Und ich will den Schirm haben. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau, das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Wow. Okay. Bräuchten wir noch irgendwie Wasser oder so, ne? Ah. Und wie ein Topf mit Wasser oder sowas. Aber jetzt eigentlich die Schleuse öffnen? Salana i Jung Ayesses. Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Ja, hier schon, sonst hätte ich ja gesagt, hier habt ihr Duftbäume. Ein weiser Feldherr wie ich muss auch Arbeit delegieren können, aber nicht unbedingt an ein so inkompetentes Fußvolk. Den Regenschirm brauchen wir für die andere Insel. Trotzdem, dass der Köderfisch irgendwie für die Katze ist. Bananen sind immer noch für hinten. Kann man den da hinhängen? Tatsache. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Was? Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Was? Die armen Delfine.
Oh mein Gott! Ich hab die Delfine gekillt. Ich hab Delfinbabys gekillt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir gehen schnell mal wieder woanders hin. Oh. Ich glaube nämlich, dass die Dosen für die Katze sind. Ja, jetzt nimm so. Katze. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Sie beachtet mich gar nicht, dummes Vieh. In den Napf? Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Ah. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um Schrödinger Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. genau. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Toll. Eine Katzenklappe. Wie vorhin. Goal, kannst du da durch? Hey, Goal. Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Er schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Alles klar. Dann guten Hunger. Dein Ernst? Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Wir müssen in den... Der Organon besetzt den Schwimm... Als erste... Brandschatz... Blöde Idee. Und wie? Die Dächer sind... Weitergehen. Ich hoffe... Kann ich jetzt da rein?